Freunde, Splatoon 3 ist endlich released und wir alle freuen uns auf einen neuen geilen Online-Multiplayer von Nintendo. Der Einstieg kann aber ein bisschen schwer sein, gerade weil viele Leute auch ihren Spielstand von Splatoon 2 auf 3 übertragen können und dadurch deutlich schneller an bessere Waffen kommen. Wie ihr also einen guten Einstieg habt und was meiner Meinung nach die beste Einstiegswaffe ist, das möchte ich euch hier in meinem ersten Video zu Splatoon 3 zeigen. Viel Spaß! Ich habe bereits 1,5 Stunden gespielt und mal die ganzen Anfangswaffen so ein bisschen getestet und man hat eigentlich, wenn man das Spiel startet und seinen ersten Waffencoupon bekommt, die Möglichkeit, ob man den Kleckser spielt, den Klecksroller, den Kleckskonzentrator oder den Junior-Kleckser, den ich aktuell in der Hand halte. Den Kleckskonzentrator würde ich wirklich erstmal für den Anfang niemandem empfehlen, das ist ein Sniper, muss sehr gut damit zielen können, man braucht viel Übung, um da reinzukommen. Der Klecksroller ist so ein bisschen die idiotensichere Variante, da muss man nicht viel zielen, man rollt einfach übers Feld. Hat aber seine Nachteile, die ich euch nachher erzählen will. Und beim Kleckser bin ich mit der Spezialwaffe, mit der Trizooka nicht so zufrieden. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass man mit ihr so gut killen kann. Meiner Meinung nach seid ihr am besten beraten mit dem Junior-Kleckser, den ich hier gerade in der Hand halte. Und ich würde sagen, wir stürzen einfach direkt ins erste Match, wo ich euch alles noch ein bisschen genauer erklären kann. So, und unsere allererste Runde in Splatoon 3 Online findet hier in der Pinakothek statt. Eine Map, die aus Splatoon 2 rübergeschwappt ist in Splatoon 3. Und wir haben auf jeden Fall schon sehr viele Gegner, die auch andere Waffen haben. Wir haben auch einen Kleckser im Gegnerteam und wir haben diese Dopplerwaffe, die echt übel ist. Wie gesagt, das Fiese ist, dass viele Leute halt ihren Spielstand aus Splatoon 2 in Splatoon 3 übertragen können und dadurch haben sie relativ schnell Zugriff auf alle Waffen, die das Spiel zur Verfügung hat, weil sie da so goldene Coupons bekommen. Ich habe meine Spieldaten bewusst nicht übernommen, weil ich eben dieses Gefühl haben wollte, ein neuer Spieler zu sein, der sich hier erstmal in alles einfinden muss. Und da wurde ich erstmal direkt rasiert. Der Junior-Kleckser ist so ein bisschen die Waffe, mit der man ja auch startet. Das ist die allererste Waffe, die man auch im Tutorial schon vom Spiel in die Hand gedrückt bekommt. Und ich dachte mir so, ah, das ist die Tutorial-Waffe, die ist bestimmt nicht so gut. Da versuche ich mir möglichst schnell eine andere zu kaufen. Und ich habe dann noch diese ganzen anderen Waffen gekauft und mich so ein bisschen durchprobiert und dachte mir so, ah, mal gucken, na, wie das Ganze läuft. Da wird safe von den ersten Waffen, die man kaufen kann, etwas besser sein als die Waffe, die man im Tutorial bekommt. Tatsächlich hat sich aber herausgestellt, dass meiner Meinung nach das mit eine der besten Waffen ist, die man so kriegen kann. Und jetzt haben wir uns gegenseitig gekillt. Verdammte Scheiße. Meiner Meinung nach ist der Vorteil beim Junior-Kleckser auf jeden Fall, dass man super mobil ist. Man ist ganz schnell unterwegs, man kann schnell schießen, verteilt viel Farbe vor sich. Das heißt, man kann einfach schießen, schwimmen. Man ist hier einfach sehr schnell von A nach B geschwommen und macht auch wirklich akzeptablen Damage. Der einzige Nachteil ist, dass die Range nicht so hoch ist und die sprayt einfach sehr. Also selbst wenn man mal vor dem Gegner steht, dann sprühen einfach gerne mal ein paar Tinten daneben. Aber diese Waffe hat meiner Meinung nach zwei ganz große Vorteile. Und das ist zum einen eine Sache, die ich noch gar nicht groß eingesetzt habe, und zwar die Sekundär Waffe, die Dreiecksbombe. Unfassbar starke Waffe. Meiner Meinung nach die beste Sekundärwaffe. Und auch das Schild, was man aufstellen kann, ist, finde ich persönlich, eine sehr, 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 sehr starke Spezialwaffe. Wenn nicht sogar aktuell die beste Spezialwaffe im Spiel. Also ich habe wirklich viel Spaß mit dem Schild. Einfach irgendwo hinschwimmen, das Schild aufstellen. Dadurch, dass man viel einfärbt, kriegt man auch schnell seine Spezialfähigkeit aufgeladen. Und damit hat man dann eigentlich schon eine idiotensichere Kombo, mit der man einfach gut in das Spiel starten kann, um sich erstmal mit der Splatoon 3 Mechanik vertraut zu machen. Gerade wenn man davor vielleicht noch kein Splatoon-Teil gespielt hat. So, komm her, Digga. No, no, oh mein Gott. Ich sag's euch, diese Doppler-Spieler, ne? Das sind hauptsächlich Leute, die aus Splatoon 2 sich diese Gold-Tickets geholt haben, um bessere Waffen zu kaufen mit dem Doppler-Spielen. Das wahrscheinlich auch schon in Splatoon 2 geübt haben. Und das kann wirklich frustrierend sein, gegen sie zu spielen. Weil wenn man diese Doppler beherrscht, sind sie eine unfassbar starke Waffe. So, du haust ab. Oh Gott, hier ist jemand mit diesem, genau, mit diesem... Ah, Dude, ah, oh boy. Ja, die Gegner stehen gerade komplett in der Mitte. Ich glaube, die erste Runde läuft noch nicht so gut. So, wir freuen uns nochmal schnell in die Mitte, werfen einfach nochmal eine Granate, um vielleicht noch irgendwo ein bisschen Tinte zu verteilen. Aber ich glaube, wir haben unsere erste Runde verloren. Ja, das sieht nicht gut aus. No! So, ich war Erster in meinem Team. Sehr schön. 1100 Punkte eingefärbt. Sehr schön. Ich würde sagen, ich spiele jetzt nochmal eine Runde, die vielleicht ein bisschen besser läuft. Ich gebe mir auch Mühe, mit meiner Klecksbombe zu walten. Nice! UE Bowser's Ausschneigetrade. By the way, falls ihr Lust habt, meinen Clan-Tag zu nehmen, schreibt einfach UE vor euren Namen. Dann noch ein Sternchen dahinter. Schreibt gern UE Sternchen vor euren Namen. Dann können wir uns alle gemeinsam ins Splatoon erkennen. So, und ich hoffe, jetzt läuft es ein bisschen besser. Und nach der Runde erkläre ich euch, warum meiner Meinung nach die anderen Starterwaffen nicht sehr sinnvoll sind. So, das ist wieder ein schöner Start. Das Gute ist, wenn man allein in der Mitte ist, kann man hier schon sehr viel einfärben. Der Junior-Kleckser wirklich ganz stark innerhalb kurzer Zeit viel Fläche einzufärben. Da haben wir jetzt schon unser Schild aufgeladen. Das schmeckt. Und dann würde ich vorschlagen, gehen wir jetzt in die Mitte. Behaupten hier... Nein! Oh, boy. Behaupten hier die Mitte mit dem Schild, ne, dass die Leute jetzt erstmal nichts können. Und dann nehmen wir die jetzt einen nach dem anderen raus. Sehr schön. Da unten düst wieder einer rum. Das macht doch schon mal Spaß. Oh, da unten hat einer den Panzer. Ich wollte schon immer mal einen aus dem Panzer schießen. Das geht.
Man kann um ihn rumlaufen und ihn killen, genau. Man kann nämlich diese Panzerkiller aus ihrem Panzer feuern, wenn man den Inkling darin trifft und nicht auf das Schutzschild schießt. So, der denkt jetzt, er wäre cool. Oh, er bleibt oben. Er bleibt oben, die Sau. Ich werfe mal hier eine Granate vor. Wie gesagt, arbeitet unbedingt mit euren Klecksbomben. Das ist eine Sache, die ich anfangs sehr unterschätzt habe in meinen ersten Tagen Splatoon. Sehr schön, nochmal ein Kill. Jetzt läuft's doch hier. Wirklich, die Klecksbombe ist euer bester Freund. Da kommt nämlich auch eine Klecksbombe auf mich zugeflogen. Ich werde hier ein bisschen in die Mangel genommen von zwei Leuten. Tauch hier ab, versuch die noch zu kriegen. Da war nichts zu holen. Ich will hier mal kurz eine Granate vorwerfen, der greift mich ein bisschen an. Den versuche ich jetzt mal so ein bisschen vielleicht von der Seite zu holen, ne? Zack, easy, da haben wir schon den ersten Kill. Und zack, den zweiten Kill, Freunde. Jetzt sind wir hier im Modus. Come on. So, hier bin ich gleich wieder am Arsch. Ich glaube, ich werde gleich wieder hier von oben angegriffen. Wir haben jetzt mal eine Granate hoch. Wie gesagt, denkt dran, werft diese Klecksbombe. Das ist das einzige Anfangsset, was diese Dreiecksbombe sozusagen als Sekundärwaffe hat. Und das ist mit Abstand die beste. Trust me. So, da ist nochmal so ein Panzer. Da können wir überlegen, ob wir den nochmal angreifen. So, die sehen jetzt natürlich, dass wir hier runterkommen. Der will mich haben. Ich bleibe hier hinter. Der kommt von der anderen Seite. Ich werfe mal eine Granate auf den Boden, um den vielleicht so ein bisschen zu gadden. So, zack, den nehmen wir raus. So, da kommt noch einer. Den nehmen wir auch raus. Oh, jetzt hat er mich auch erwischt. Aber die Runde läuft gut, Freunde. 1100 Punkte schon eingefärbt. Wir haben sehr viele Kills. Wäre schön, wenn wir das noch irgendwie gewinnen könnten. 14 Sekunden noch. Wir dürfen jetzt nicht sterben und müssen einfach schön viel einfärben. Komm schon, ich werfe nochmal eine Granate da hoch auf den Turm. Dann greifen wir vielleicht nochmal den da unten an. Ja, ihr habt es gesehen, mit der Granate gerade einen Kill gemacht. Noch einen Kill gemacht. So, schön einfärben. Sehr schön. Das war eine gute Runde. Egal, wie sie ausgeht, das war eine optimale Demonstration, dass man mit dem Junior Clixer wirklich gut rasieren kann. Und das ist die allererste Waffe des Spiels. 1200 Punkte, 9 Kills. Ey, was eine starke Runde. Schaut euch das an. Erster wieder gewesen, die meisten Punkte eingefärbt. Mit dem Junior Clixer geht das. So, aber warum finde ich jetzt die anderen Waffen nicht so gut? Schauen wir uns als erstes den Roller an. Der Roller prinzipiell sehr idiotensicher. Man rollt, wenn man eine Zeit lang rollt, wird man auch schneller und fängt an zu sprinten. Man kann damit eigentlich nicht groß was falsch machen. Aber man ist natürlich nicht so mobil. Man kann auch mit sprayen und dadurch schön killen, das ist möglich. Man sieht auch, dass man da gut Schaden verteilt, aber man hat als Spezialwaffe das Schild, genau wie beim Junior Clixer. Aber wenn ich als Roller den Schild aufstelle, was will ich denn hier drin? Ich kann zwar höchstens rausschießen, ne? Aber das, so spielt man als Roller nicht. Also ich persönlich finde den Schild auf dem Roller absolut sinnfrei. Und das heißt, mit diesem Set hat man eine Spezialwaffe, die nichts bringt. Zusätzlich dazu hat man die Curling-Bomben, ne? Den kann man zwar so ein bisschen hinterher schwimmen, aber irgendwie finde ich die Curling-Bomben nicht ansatzweise so stark wie die Klecksbomben. Deswegen war der Roller für mich direkt raus. Auf der anderen Seite haben wir den Kleckser und der, würde ich sagen, ist so die zweitbeste Waffe für den Anfang. Man schießt ein bisschen weiter, aber ihr seht, man schießt wirklich in der straighten Linie. Man hat nicht wie beim Junior Clixer, dass man so quer vor sich sprayt. Das heißt, man muss wirklich sehr genau sein Ziel treffen. Wenn man auch nur ein bisschen daneben zielt, trifft quasi gar nichts. Also man muss schon, man braucht mit dieser Waffe mehr Aim, um gut zu sein. Man hat als Spezialwaffe auch die Haftbomben, die finde ich auch gut. Die haften auch an Wänden und alles, aber persönlich für mich nur der schlechte kleine Bruder der Klecksbomben. I don't know. Also dieses Set ist auch gut. Und was für mich persönlich so ein bisschen der Schwachpunkt ist, ist die Trizooka. Man hat 3 Schüsse damit. Aber wenn man einen Gegner direkt trifft, stirbt er nicht. Ihr seht, ich schieße teilweise einfach durch diese Säcke hindurch. Und der Explosionsradius von dieser Trizooka, der ist nicht so hoch. Also im Stream haben wir irgendwie echt Probleme gehabt, mit dieser Waffe Kills zu machen. Und deshalb finde ich das Schild und die Klecksbombe einfach vom Junior Kleckser mit Abstand das beste Set für den Anfang. Und um euch jetzt einfach nochmal genau zu zeigen, wie wir mit dieser Waffe rasieren, gibt es jetzt eine schöne kleine Montage, wie ich mit dieser Waffe hoffentlich ein paar schöne Kills mache. So, Freunde, ich hoffe, der kleine Zusammenschnitt hat euch gefallen. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben, damit es euch getaugt hat. Also, wie gesagt, ich kann euch nur sagen, meine Liste mit Splatoon 3 Videos, die ich produzieren will, ist so unglaublich lang. Ihr könnt es euch beim besten Willen nicht vorstellen. Also, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr Lust auf mehr habt. Aber lasst uns doch nochmal ganz kurz zusammenfassen, was wir uns heute angeschaut haben. Meiner Meinung nach ist der Junior Clixer mit Abstand die beste Waffe, wenn ihr frisch in Splatoon 3 startet und was reißen wollt. Er hat einfach meiner Meinung nach das beste Gesamtpaket. Ist auch in der
gewissen Art und Weise ein bisschen idiotensicher. Also man kann einfach nicht groß was falsch machen damit. Hat gerade mit den Klecksbomben im Gepäck meiner Meinung nach eine ziemlich tödliche Zweitwaffe, die man sich wirklich mal leisten kann. Und gerade auch mit dem Schild kann man sich hier schöne taktische Stellungen aufbauen, wo man einfach auch im Revierkampf sich wirklich gut verteidigen kann. Also meiner Meinung nach wirklich das Beste, was man für den Anfang nehmen kann. Ganz wichtig ist ansonsten noch, wirklich lasst euch nicht entmutigen am Anfang. Wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele Splatoon 3 Cracks, die direkt sich dicke Waffen sozusagen von ihren Goldtickets holen, weil sie sich die aus dem anderen Spielstand mitgenommen haben, die einfach viel stärker sind als ihr. Aber das ist okay. Ihr habt euch Splatoon 3 frisch geholt oder fangt nach langer Zeit wieder an. Da muss man am Anfang nicht gut sein. Lasst euch nicht frusten, wenn ihr ein paar Mal sterbt. Das ist vollkommen in Ordnung. Und übt einfach. Und meiner Meinung nach habt ihr, wie gesagt, mit dem Junior Kleckser einfach die beste Waffe, um gut ins Splatoon 3 reinzustarten. Jetzt versuche ich auf jeden Fall noch die Runde zu gewinnen. Aber es sieht so aus, als ob unsere Gegner gerade deutlich, deutlich unerfahrener sind als wir. Das heißt, wir sollten hier hoffentlich kleines Spiel haben. Leichtes Spiel. So, ich glaube, hinter mir wollte mich jetzt einer direkt rausnehmen. Nee, aber da drüben steht noch einer. Komm schon. So, zack. Ich sag's euch, Freunde, das ist nochmal eine richtig schöne Runde, um am Ende die Dominanz von unserem Junior-Klexer nochmal zu präsentieren. So, zack. Okay, der hat auch ein Schild. Da versuche ich aber reinzukommen. Jawollo, das hat geklappt. Das ist nicht kein Schild, das war so eine Bombe. Das war seine Zweitgranate, die alle schwächt, die in der Nähe sind. Sehr schön. Pozo mit der Granate. Da haben wir das Gegnerteam nochmal geaced. Oh boy, was eine Dominanz hier am Ende. Holy shit, ey. Freunde, das schmeckt nochmal kurz zu Ende. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Waffe ihr den Anfängern empfehlen würdet, die in Splatoon 3 reinstarten. Ich habe auf jeden Fall mit dieser Waffe bisher den größten Erfolg. Ich bin selber noch Anfänger. Ich habe zwar Splatoon 1 und 2 gespielt, aber lange nicht mehr angefasst. Ich muss selber wieder reinkommen. Ich möchte hier auf dem Kanal eine epische Splatoon 3 Reise mit euch starten und das ist wirklich nur ein kleiner Vorgeschmack auf alles, was noch kommt. Glaubt mir, meine To-Do-Liste für Splatoon 3 ist so riesig, also lasst gerne ein Abo da. Hier oben verlinke ich euch das nächste Splatoon 3 Video, sobald es online ist. Und falls ihr noch Lust auf mehr Splatoon habt, hier unten verlinke ich noch ein episches Video, was ich mal zu Splatoon 2 erstellt habe. In der Art und Weise habt ihr das safe noch nicht gesehen. Gebt dem eine Chance, danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit Splatoon 3 und danke an meine ganzen Kanalmember für euren Support.